Stefan, bist du schon mal in Hamburg gewesen? Nein. Das ist eine Stadt im Norden von Deutschland, in der Ecke, und ist bekannt für ihren Schmuck. Schmuck? Nicht für den Burger? Nein, nicht für die Burger. Nun, ich weiß nicht. Ich bin auch nie in Hamburg gewesen, aber wir haben ein Angebot von einer Dame erhalten. Sie hat ein Juweliergeschäft und will den gesamten Shop, einschließlich Möbelär und allem Schmuck, Uhren und allem, was dazugehört, gegen unser Appartement tauschen. Das hört sich gut an. Ja, das dachte ich auch. Nun, es gibt ein Problem. Ich verstehe nichts von Schmuck. Du? Nein, ich auch nicht. Die Dame sagt, das ist ein sehr gutes Tauschgeschäft. Aber ich sage, erst sehen, dann glauben. Guck mal, Polizei. Was wird los sein? Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft? Gemütlich, nicht? Ja, das erinnert mich ein wenig an Paris. Stefan, in dieser Straße ist der Schmuckshop. Hoi. Ich bin Madolia. Madolia? Oh, Madolia. Das ist Stefan. Hoi, Sie haben hallo. Eine lange Reise hinter sich. Ja, ja, eine lange Reise. Wie kommt eine Holländerin nach Hamburg? Das Juweliergeschäft gehörte meinem Vater. Er fragte, ob ich dort arbeiten wollte. Dann habe ich es mit meinem Mann besprochen. Und innerhalb einer Woche haben wir es von meinem Vater gekauft. Aber wieso sprechen Sie Niederländisch? Ich habe in den Niederlanden gewohnt. Ach so, aber Sie sind Libanesisch. Ich bin Iranisch. Mein Mann ist Libanesisch. Ihr Mann ist Libanesisch? Wir gehen zurück in den Libanon. Warum? Mein Mann hat dort eine Stelle angeboten bekommen. Also deshalb möchten Sie Ihr Juweliergeschäft loswerden? Ja. Ich dachte, wenn ich nun zurückgehe und mit Ihnen tausche, dann ist alles auf einen Schlag geregelt. Ja, selbstverständlich. Das ist eine sehr gute Idee, nicht Stefan? Ja, wir lieben tauschen. Können Sie uns etwas mehr zeigen? Denn ich bin sehr gespannt. Das sind unsere Einkäufe heute. Das sind Ihre Einkäufe heute? Ja, das sind unsere Einkäufe heute. Welche Art von Steinen sind diese? Ich glaube Opal oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Na, was halten Sie davon? Was ist das? Sehr viele Leute denken, es hat keinen Wert. Es ist schmutzig. Zahngold. Zahngold? Was ist das? Die Leute gehen zum Zahnarzt, bekommen ihre Zähne gezogen, bringen sie hierher und wir kaufen sie dann. Also jemand hat heute einen Goldzahn verkauft? Ja, man hatte gerade seine Zähne gezogen. Wirklich? Und Sie verkaufen ihn wieder? Ja, ich lasse ihn unschmelzen. Und das kann dann ein Ehering werden oder so etwas? Das kann eine Halskette, eine Ehering sein und so weiter. Merkenswert, nicht Albert? Ja, hast du auch Goldzähne? Nein, sonst würde ich meine Zähne direkt hier einlösen. Und wie viel kostet das? Ich habe 11 Euro pro Gramm bezahlt. Und wie viel zahlt der Käufer dann dafür? Ja, Das muss ich ja wissen, wenn wir tauschen. Dann gehört das Geschäft ja mir. Ja! Es geht darum, was der Wert des Goldes ist, wenn ich den Käufer anrufe. Ja, wanneer ich beslis, dass ich da naartoe ga. Wie viel ist 7 Gramm im Wert von heute? Ich weiß nicht, dann muss ich anrufen. Albert, wirst du nun untersuchen, was der Goldpreis ist? Was sind die Margen? Ich möchte wissen, was das Erlösmodell ist. Sie erzählten mir per E-Mail, dass Sie 450 Euro Miete zahlen. Das sollte wieder zurückverdient werden. Sie müssen ja Einkommen haben. Du kannst inschatten, wie makkelijk das geht. Also, du guckst, ob es erfolgreich ist? Papa, was ist der Preis des Goldes Zahnes heute? 140 Euro. Ein interessantes Business. Es kostet 4.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser Ring kostet 2.700 Euro. Wie hoch ist der Umsatz von einem Juweliergeschäft wie dieses im Durchschnitt? Umsatz? Ich kann einfach nicht darüber reden. Aber dann wissen wir nicht, was wir tauschen.
Einfach nicht darüber reden, auf keinen Fall. Echt serieus, da kann ich gewoon niet über praten. Okay, wir werden es uns überlegen. Wir haben auch andere Angebote. Das verstehe ich. Wir bleiben in Kontakt. Ja, wir bleiben in Kontakt. Danke. Bitte sehr.